So hier am Rande des Gartens, unterhalb einer Birke, die ich aus dem Wald geholt habe und hier hingepflanzt habe, da steht ein kleiner Wächter am Rand, ein kleiner Naturgeist, ein kleiner Teufel, der hier die anderen Teufel raushält. Den braucht man dann nur umzudrehen und dann sagt er, ist das, was ich machen soll? Ja, gut, gell? Und du auch. Wir arbeiten mit Spaten, Gabel und mit den Naturgeistern. Und jetzt sind schon die Zwerge ins Haus, die sitzen da beim Herd, die Zwerge. Aber sonst im Frühling, im Mai, da haben wir die immer rausgetragen, tun wir immer noch. Und die Kinder haben die Zwerglein dann angemalt und liebevoll in den Garten platziert. Und es gibt kein Handwerk, das gedeiht, ohne dass man solche Helfer hat, die man früher auch als Zwerge imaginiert hat. Zwerge sind echt, die gibt es, nur darf man sie nicht verwechseln mit der, äußeren Erscheinung, die dann gestaltet werden. Also Zwerge werden hellsichtig wahrgenommen. Und wir in unserer heutigen Zeit sind die einzigen Menschen, die denken, das ist reine Fantasie. Es ist nicht. Das ist einfach die Imagination von Wesenheiten, von der Beseeltheit der Natur, die da sichtbar gemacht wird. Ja, und hier ist so einer und das ist ein Hüter eben. Das ist hier ein kleiner Hüter.